So Leute, willkommen bei einer neuen Folge von 1, 2, 3, Schan unterwegs. Vor uns eine Geisterbank und direkt hier haben wir auch zwei Äste und tote Geister. Wie geht's euch beiden denn heute so? Sehr gut, wir haben uns jetzt heute in der Eifel zusammengefunden. Genau, und wir haben auch schon eine Geisterbank gesehen, auf der wir uns niederlassen können. Genau, wir machen einen Rundweg in Monreal. Oh, 13 Kilometer. Und vielleicht gibt es auch eine Burgruine, wo wir etwas spuken können. Oh, geil. Also Leute, bleibt dran. So Leute, also, ihr sehen könnt, Wanda verlebt, als Geister verlebt. Genau. Ja, wir sind heute auf gemeinsame Tour. Danke für die Einladung, ich habe schon mega Bock drauf. Ne? Sehr gerne. Natürlich leider ohne den lieben Stefan, ne? Auch genau. An der Stelle nochmal begrüßt. Ja, liebe Grüße auf jeden Fall an dich. Genau, und da werden wir heute uns durch den Nebel kämpfen. Ja. Heute ist es ein bisschen geisterhaft hier in der Osteifel. Ne? Und ja, also mal gucken, wir werden also Monreal so ein bisschen umkreisen, wir werden auch zwei Burgen wahrscheinlich mitnehmen, wir haben eine schöne Altstadt, die wir besichtigen können, also eigentlich von allem ein bisschen was, ne? Ein paar Pfade noch dabei. Genau. Ja, das heute gibt es auch leider das letzte Bierquiz. Ja, genau. Allerletzte. Ende einer Ära. Aber wir haben gedacht, wenn wir es schon beenden, dann mit dem Patrick. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? 200 Fragen Bierquiz und du hast die Ehre, den Schlussstrich drunter zu ziehen. Eine große Ehre für mich. Aber natürlich noch ein Bierquiz. Bierquiz kommt auch ein neues Projekt. Das braucht ihr jetzt noch nicht verraten, Leute. Genau. Seid gespannt. Ich würde sagen, legen wir los. Ne? Dann legen wir los, ne? Okay. Ja, wie ihr sehen könnt, hier draußen auf Offiziellgelände kann man den Nebel schön sehen. Natürlich im Wald hat man überhaupt keinen Nebel. Aber so auf offenem Feld und Gelände ist der Nebel doch schon sehr gut zu erkennen. Wir hoffen natürlich darauf, dass der Nebel sich nachher verzieht, dass wir wirklich ein paar gute Aussichten mit euch gemeinsam genießen können. Es ist noch heute ein Rundweg von 13 Kilometern knapp. Ja, ich habe richtig Bock drauf, mit meiner Verliebt auf Tour zu gehen. Mal gucken, wie es denn so weit wird. Natürlich grüßen lieben Stefan, der heute eigentlich mit dabei wäre, aber konnte leider aus persönlichen Gründen nicht. Stefan, bei mir nochmal einen direkten Gruß an dich, mein Freund. Ja, Leute, wir laufen jetzt hier erstmal da entlang des Weges. Mal gucken, wie die Tour heute so wird. Ja, Leute, hier sieht man den Nebel und die Vorbereitung von Michael für die nächste Aufnahme. Nicht, dass es jetzt hier Kommentare gibt. Genau, das kriegst du dann Ärger mit dem Bauern. Genau. Ich bin extra zwischen den Pflanzen hergelaufen. Eben. 2000 Euro Geldstrafe. Mindestens. Wäre noch Gefängnis. So. Das wär's noch. Für eine umgetretene Pflanze. Genau, nur zwischenlaufen, Mischa. Sehr gut. So, am besten hintereinander, schon das sieht am besten aus. Also hier auch. So, egal ob du vorne oder hinten. Ja, schon da ist. Ja, zu Anfang hat uns die Tour durch den Wald geführt. Wir laufen ziemlich lange übers Feld. Natürlich hat man hier richtig geile Aussichten, aber aus dem Nebel ist überhaupt nichts zu erkennen. Aber durch den Nebel zu machen ist auch immer wieder relativ cool, interessant
auch wie gesagt, wenn die Aussichten fehlen, wir müssen jetzt hier weiter erstmal weiter langlaufen. Sollen später auch nochmal im Wald zurückkehren. Ja, und ein Bock soll auch sogar noch später für uns auftauchen. Hey Leute, inzwischen sind wir im Wald zurückgekehrt nach ca. 6,5 Kilometer. Natürlich im Wald zu laufen, wieder richtig, richtig geil. Der Abschnitt, das Feld war sehr, sehr nebelig, was ihr schon mitbekommen habt. Aber der Wald ist immer richtig, richtig geil. Vor allem jetzt hier mit dem ganzen Herbst, wie ihr hier mal sehen könnt, über diese bunten Blätter. Hier auch einen schönen kleinen Waldbach neben uns fließen. Ja, sieht man auch mal da, wie ich riskiert alles für eine gute Aufnahme. Er stellt sich barfuß ins Wasser jetzt. Ich versuche jetzt hier eine Aufnahme vom Boden zu machen. Genau, und jetzt wäre der passende Moment, dass du die Hose reißt. Das wäre nicht so gut, wenn die Hose reißen würde. Hier kann man mal eindrucksvoll sehen, wie sowas entsteht. So eine Wasseraufnahme bei Wanderverliebt. So, es kommt besser noch einen kleinen Ast dazu, um halt Untergrund für die Kamera und für die Wasseraufnahme ein bisschen stabiler zu machen. Da sieht man einfach, wie viel Liebe und Mühe in dem Video von Wanderflip drin steckt. Perfekt. Da bin ich noch drauf. Scheint zu halten. So, mal gucken, wie viel die Brücke aushält. Ja, doch, passt, passt, passt. Ja, okay. Hi. Freunde, willst du auch noch mit drauf? Oh. Die Brücke stürzt ein. Oh Mann. Tja, Freunde, jetzt sind wir getrennt. Die Brücke hat nachgegeben, Leute. Müssen wir eigentlich hier lang? Ja, ja. Okay. Also man könnte auch durch das Wasser gehen. Ne? Ja, Froni, willst du rüber oder nicht? Okay, also Leute, die Brücke ist. Also, genau, also
Genau, Leute, die Brücke ist ein klein bisschen näher gegeben. Wir müssen dann mal rüber, um eine perfekte Aufnahme zu haben. Vielleicht stört die Brücke auch vorher ein. So, wir gehen getrennt rüber, weil die Brücke ist eben schon, als ich mich da drauf stand, nachgegeben hat. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ich glaube, zu dritt wären wir echt da. Das war geil. Aber vielleicht war die Brücke immer noch besser als das hier. Ja. Also, wir haben es geschafft. Sehr geil. Die Brücke steht nur um dir auf. Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, am Anfang startet es sehr schön mit einem schmalen Waldweg, der auch entlang des Traumpfades hier führt. Ich glaube, ein Monrealer Ritterschlag war das genau. Hier, der auch sehr schön ist. Danach geht es über breite Felder. Da können wir jetzt gar nicht sagen, wie der Weg genau ist, weil es so nebelig ist. Also ob man jetzt schöne Aussichten gehabt hätte oder nicht, das müsst ihr dann selber überprüfen, wenn ihr den Weg geht. Das können wir jetzt nicht sagen. Genau. Deswegen waren jetzt die weiteren Wege nicht ganz so spannend. Aber wer weiß, wie es mit Sonnenschein ist, da wollen wir jetzt nicht zu hart sein. Deswegen, ja. Genau, macht auf jeden Fall Spaß. Aber wir haben noch eine ganz traurige Nachricht. Ja. Das Bierquiz ist vorbei. Ja, also heute das letzte Mal. Ist das letzte Mal. Wir haben nur noch zwei Fragen übrig. Ja. Und das war's dann. Und das war's dann. Also, was hilft dagegen? Patrick, Alkohol trinken. Genau, ja, genau. Patrick ist dabei, um uns mentalen Beistand genau, zu leisten. Genau, genau. Und wir haben natürlich auch wieder leckere Sachen dabei, die wir dann quasi benutzen werden, genau. Um den Frust genau, zu ertränken. Womit sollen wir anfangen? Ich würde sagen mit Bier. Fangen wir mit genau, dem Bier an, ne? Ja. Ne? Man sagt ja auch immer so schön, Wein auf Bier, das rate ich dir. Also hier, das ist ein Bier, das hatte ich letztens mal bei ein paar Freunden getrunken, wo wir eingeladen waren. Ja. Das ist die Eigenmarke von Rewe, lustigerweise. Rewe, ne? Mhm. Okay. Ne, also jeder Supermarkt hat ja quasi so seine Eigenmarke, sowas wie so gut und günstig und so. Ne? Mhm. Und von Rewe nennt sich das Bier, jedenfalls lange Rede, kurzer Sinn, Schmackes Hell. Genau, hier steht auch mit Schmackes anstoßen. Drauf. Ja, müssen wir nachher mit Schmackes also, anstoßen. Genau, da geht die Flasche rein kaputt. Ja, ja, genau. Ja, man sagt doch auch... dass man früher ja das Anstoßen auch so doll gemacht hat mit den Gläsern, damit man wusste, man ist nicht vergiftet worden, damit das Bier überschwappt, meine ich. Ne? Genau, dann werden wir das mal probieren. Ne? Genau. Dann Prösterchen, so, so halb Prost. Mit Schmackes. Ne? Glas soll ja noch ganz bleiben. Ne? Ja, es ist süffig, hätte ich gesagt. Also ist jetzt, genau. Mhm. Ich würde sagen, sehr mild auf jeden Fall. Richtig, ja, ne? Mild. Also wie heißt denn untergärig mild ehrlich? Also kann ich dir absolut recht geben. Genau, also ich mich auch sagen. Vielleicht jetzt für die Temperaturen nicht das ganz optimale Bier, aber lecker. Ne? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eher so für ein bisschen wärmere Temperaturen normalerweise zum Trinken. Auf aber jeden Fall. Wie gesagt, kann man auch so gut trinken. Also ist ein leckeres Bier, aber wie gesagt, eher mild. Steht hier noch irgendwas drauf. Ach so, dass man seinem Gegenüber vertrauen konnte. Das habe ich sogar gesagt, das habe ich nicht gelesen. Also, stimmt, ja, können wir noch mal bestätigen. Fürs ja. Protokoll, ich hatte das jetzt gerade erst gelesen. Das ja. wusste ich vorher. Ansonsten noch 5,1% könnte man sagen. Und ne, es schlägt deutlich Richtung mild aus. Ja. Das ist also, ich würde sagen, eher so ein Sommerbier, hätte ich jetzt gesagt. Genau. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. Aber wie gesagt, sehr, sehr lecker. Mhm. Heben uns, ich würde sagen, wir heben uns den Moonshine für nach dem Quiz auf. Dann genau. Ich hätte auch gesagt, dass wir das Quiz, ich weiß nicht, ob wir den Moonshine dann auch auf dem Video machen. Oder wir halt können ja gucken, Zugabe. Falls wir es nicht ins Video reinschneiden, dann guckt auf jeden Fall beim Patrick vorbei. Da ne, gibt es auf jeden Kanal. Fall. Genau, dann werdet ihr nämlich dann wissen, wie der O'Donnell Moonshine schmeckt. So, unsere Frage. Was war die erste Craft-Brauerei in Deutschland? A. Braufaktum in Frankfurt, / Main. B. Kehrwieder in Hamburg. Oder C. Lemke in Berlin. Also da muss ich jetzt, ich guck mal nach. Also ich weiß es nicht, aber irgendwie lacht mich eine Lösung an, aber ohne, dass ich jetzt weiß, ob das richtig ist. Vielleicht willst du den Tipp geben oder sollen wir ganz... Ja, du kannst ja auch erstmal sagen, was du denn vielleicht gefühlsmäßig genommen hättest. Also so rein vom Namen, also ich sage ja, du hast irgendwie eine Idee, aber rein vom Namen hätte mich jetzt Braufaktum so ein bisschen, aber ist wahrscheinlich nicht richtig. Ja, der Name ist schön, aber ich glaub, das vielleicht wollten die einen damit ein bisschen ins
ins Boxhörnchen jagen. Und Craftbrauerei ist ja auch eine relativ neue, neumodischere Erscheinung. Wie hießen die beiden anderen nochmal? Kehrwieder in Hamburg oder Lemke in Berlin und Craft. Genau, ja. Das ist ja auch vielleicht so ein bisschen internationaler, also im Vergleich. Also das sind jetzt nicht so die, ich weiß nicht, gar nicht, kann ich hier noch irgendeinen Tipp geben? Ich würde eher sagen, da passt eher Berlin. Berlin ist ja mehr nationaler, internationaler als wie Hamburg. Genau, dann, genau. Sollen wir dann C einloggen? Ja, wir loggen dann C ein. Ja, ja. Ja. Also, ja. Direkt gewusst. Also, der gelernte Brauingenieur Oliver Lemke hatte nach seinem Studium Brauereien in der gesamten Welt gebraut und war somit auch intensiv mit der US-Bierszene in Berührung gekommen. Mhm. Er eröffnete im November 1999 unter einem S-Bahn-Bogen an Hackischen Markt, sein Brauhaus Lemke und bot in den ersten 6 Monaten über 50 verschiedene selbstgebraute Biere an. Mhm. Cool. Sehr schön. Ja, dann habe ich ja jetzt die Ehre, die allerletzte Bierfrage überhaupt. Ne? Also es gibt danach keinen Bierquiz mehr. Ja, vorerst. Ne? 200 Fragen. Ne? Genau, weil ich glaube, danach kommt nämlich jetzt schon wahrscheinlich das Deckblatt. Ne? Genau, danach ist das Deckblatt. Genau, nee, wir hatten ja extra nochmal geguckt. Allerletzte Bierfrage. Also, Obacht. Welche Biere braute Barack Obama als Hobbybrauer im Weißen Haus? A. Honigbiere. B. Rauchbiere oder C. Kürbisbiere. Das passt ja jetzt perfekt. Ne? Auch mit der Wahl, mal gucken, ob man da auch sagt, hier, greatest Bier. Ja, genau, genau. Also man muss dazu sagen, wir nehmen das Video gerade ein paar Tage nach der US-Wahl auf, also von daher passt das gerade optimal. Ne? Also was hat der Barack gebraut? Honig, Rauch oder Kürbisbier? Sind wir ja nicht Rauch so der Fan weniger. Von. Also Rauch hätte ich eher, ich weiß auch nicht, ob das so typisch für Amerika ist. Also ich hätte jetzt Rauch eher ausgeschlossen, gefühlsmäßig. Ich glaube, das ist auch noch nicht typisch Amerika oder so. Ich glaube, es würde passen zu Thanksgiving und so. Das ist so ein Halloween-Bier, genau, Bier, ist ne? Die Frage. Weil Honig ist ja fast schon Standard. Ja, Honig. Ist auch die Frage, ob der jetzt, also kann natürlich auch sein, aber ist die Frage, ob der jetzt dann eher was Leichtes macht, weil ich meine, der Obama ist jetzt ja nicht für seine Braufähigkeiten berühmt geworden. Ob er dann vielleicht sagt, ich mache dann eher was nicht so kompliziertes. Das könnte es natürlich auch sein. Das wäre natürlich auch möglich. Ne? Wobei Honig kannst du immer machen, eigentlich. Ist natürlich die Frage, ob der Barack sich dann was getraut hat oder ob er eher bei Altbewährten geblieben ist. Ne? Kürbis kannst du nur als Kürbiszeit machen. Ja, deswegen. Ne? Und im Weißen Haus? Mhm. Also, was lockt er ein? Ich gehe auf Honig. Ja, ich wäre auch irgendwie ein bisschen eher bei... Dann loggen wir Honig ein und es ist... Yeah! Oh, wunderschön, das ist auch gut, dass wir nochmal zum Abschluss... Genau, Abschluss. Positiver, genau. Der US-Präsident kaufte 2011 auf eigene Kosten eine Honig-Brewing-Kit für das Weiße Haus. Mit Honig, der auf dem Südrasen des Anwesens gesammelt wurde, stellte er so 3 Biere her. White House Honey Blonde Ale, White House Honey Porter und White House Honey Brown. Mhm. Ja. Oder wie wir jetzt wahrscheinlich sagen würden, so nasty, it's the worst beer ever. it's a disgrace. It's the worst beer I've ever seen. Not a fan. Unbelievable. Barack, we meet again. Ja, und ob ihr wissen wollt, ob der Weg hier auch the worst hike oder ist oder nicht, dann müsst ihr dranbleiben. Genau, Leute. Gut, dann gucken wir jetzt, ob wir das noch mit reinschneiden oder nicht. Ne? Ich mache gerade erstmal leer. Mach leer. Achso, ich bin leider. Kein Problem. Tut mir leid, ich bin zu langsam. Dann kommen wir zum nächsten Moonshine-Test. So ist es. Und zwar zum ersten Mal ein Moonshine-Cran. Kennst du noch gar nicht, und zwar Erdbeer-Cran. Ja. Boah, bin ich mega gespannt. Schmeckt. Also ich finde allein schon die Aufmachung ist geil, diese ganz dunkle... Oh, die Farbe. Ja, boah. Ey, sieht ja aus wie Saft. Radioaktiv. Haben die da einfach irgendwie Wasserfarben oder irgendwas? Ja, so Acrylfarbe. Also wo mich das ganz krass daran erinnert, ist früher, wenn man in der Schule, wir haben noch in der Pause manchmal so Milch, also die Erdbeermilch, die man da gekriegt hat. So also es riecht auf jeden Fall nach Erdbeer. Ist das alles so hell und das sieht nur von außen? Ich glaube, das ist angemalt. Ich dachte, das wäre die Farbe von dem. Ich dachte auch, der ist ja richtig dunkel und so halt. Also es ist wirklich knallpink für die Leute, die es jetzt nicht sehen. Ne? Also knallpink. Also schmeckt sehr erdbeerig.
Jetzt bin ich mega gespannt. Und da habe ich direkt zwei. Aber also ist jetzt nicht vielleicht nicht das Typische für so einen Moonshine, aber ich finde, das hat irgendwie auch was. Boah, mega gut. Ja. Also ich finde das find ich mega gut. Besser als dein Favorit? Ja, das wird schwierig. Anders. Ne? Aber ist, anders. Also, es ist echt, also für mich ist es wirklich mit Toffee und Nuss auf einer Stufe. Das sind so meine drei mit dem hier. Also das ist für mich, also... Weil so cremäßig habe ich gedacht, okay, kann das aber schmecken, mal hoffentlich, ne? Ich bin gespannt, was du sagst. Also genau, ich könnte mir das auch so zu Eis oder sowas vorstellen. Vielleicht bin ich jetzt was komisch, ja, aber wenn man das, wenn du so Eis isst und dabei das dann trinkst... Deswegen, ne? Boah. Geil. Also das ist wirklich richtig geil. Ich finde auch, klar, es ist süß ohne Ende, ne? Aber es ist eine angenehme Süße. Es ist eine richtig cremige... Ich muss direkt nochmal. Ja, nee, weil ich muss nämlich auch sagen, also ich finde das. Also ist nicht typisch, aber lecker. Ja, gar nicht nur Alkohol, ne? Oh. Ja, es ist nur hinten drin. Ich überlege gerade, von daran es mich erinnert. Wie viel Prozent hat das denn? Weil es schmeckt eigentlich nach weniger als die anderen. Mm-mm. Ich glaube 17 oder irgendwie mal. Ich... Ja, hier nur. Oder? 4, nee, 17, doch, 17. Doch, 17. Ja. Ja, also von daher ist ja gar nicht so wenig, aber ich finde auch durch das. Süße? Aber ich überlege gerade, woher kenne ich den Geschmack? Es erinnert mich an irgendetwas. Also es ist mega lecker. Es ist für mich auch noch wirklich leckerer als der Pfirsich, weil der Pfirsich hat eine gewisse Schärfe, finde ich, drin. Und das hier ist wirklich so dieses Cremige, dieses... Ja, ich weiß nicht, ob man das irgendwie bei Eis mit irgendeinem Likör... Nee, aber ist jetzt auch nicht... Nee, das ist was anderes. Nee, ist auch nicht Eierlikör. Das schmeckt auch noch anders. Ja, da es so gut schmeckt... Können natürlich wieder Mutschum gerne haben. Oh, perfekt, also, perfekt. Ein, ne? Stehen wir hier auch in deiner Schuld. Null Alkohol, also ich glaube Geschmack, ja. Aber mit dem Cream hier, das ist wahrscheinlich durch das Cream. Ich glaube, ich weiß auch, woran es mich so entfernt erinnert. Und zwar an wie so Baileys. Stimmt. Ne? Ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Baileys. So ein bisschen dieses Cremige auch. Ne? Genau. Also ich glaube, das ist, glaube ich, das Nächste, wie man es beschreiben kann, für die es jetzt wirklich nicht schmecken. Also Baileys mit einer Erdbeernote. Ja, also als wenn du quasi zum Baileys ein Erdbeerjoghurt isst. Ich würde sagen, so schmeckt es. Geil. Der hält nicht lang, glaube ich. Das glaube ich gerne. Der ist der Hammer. Guck mal, wie viel jetzt auch schon weg ist. Ich habe ein Drittel ist schon weg. Na, eins nehme ich auch noch. Boah, das ist der Knaller. Also das ist wirklich der Knaller. Das überrascht mich auch. Ja, also ganz anders als erwartet, aber super, super lecker. Oh, ich muss aber, glaube ich, einmal niesen. So, Leute, das war jetzt der Mondschein-Test. Und wir sehen uns gleich weiter bei der Wanderung. Ja, inzwischen geht es für uns berg nach oben, nach dem Bier und Mondschein-Test und nach dem letzten Bierquiz, wobei wir beide Fragen richtig beantworten konnten. Geht für uns weiter erstmal schön in den Wald hinein, berg nach oben. Der Erdbeer-Creme-Mondschein hat mich sehr, sehr überrascht. Mega gut. Michel sagt schon sehr, sehr geil, mega gut. Oh, also das war wirklich eine Offenbarung, richtig, richtig geil. Also wir werden dafür nicht bezahlt, aber der hat so geil geschmeckt. Noch nicht werden bezahlt. Ja genau, also wenn sich einer von O'Donnell meldet, also wir würden noch Werbung machen. Gerne. Also O'Donnell, meldet euch bei uns. Also so einer von dir getrunken und der war halt komplett abgehoben von den anderen Mundscheinen, die ich bisher getrunken habe. Sei es Blutorange, harte Nuss, Passionsfrucht, Pfirsich. Und die anderen verschiedenen Sorten, die ich schon genossen habe, also richtig geil.
irgendwie. Ja, Leute, jetzt gucken wir ein klein bisschen hier die Löwenburg. Das ist eine sehr alte Burgruine hier, die Löwenburg. Da kann man ungefähr einen Eindruck, wie es mal früher hier aussah. Hier oben ist der hohe Turm. Ich habe nur keine Ahnung, wo man da hochkommt, Leute. War ja, richtig geil, ja. Ja, Leute, das wäre eigentlich die Aussicht hier. Aber die uns leider durch den Nebel verwehrt bleibt. Aber es ist trotzdem sehr cool, hier oben auf dieser Burg zu sein. Da im Hintergrund ist die andere Burg rum gewesen, sind im Nebel. Und hier ist dieser krasse Burgturm. Echt schon sehr geil, ja. Diese Burg hier mal anzugucken. Wow. Hi. So. Ist schon sehr beeindruckend hier. Ist das eine schöne Burg oder ist das eine schöne sehr, Burg? Sehr, sehr geil. Ne, finde ich nämlich auch. Also gerade da hinten der Bogen. Ne? Ja, Hammer. Also richtig klasse. Ja, sehr beeindruckend. Hier ein weiterer Blick auf die Burg. Hier geht es noch weiter hier in dem Bereich. Und hier oben ist dann der Burgturm. Da kommen wir leider nicht rein. Vorhin hat schon gerade mal nachgeguckt. Mal gucken, wo es denn hier runter geht. Von da sind wir gekommen jetzt vorhin. Jetzt geht es von uns hier lang. Das war auch cool, ja. Sehr cool. Auf jeden Fall. Echt coole Burgruine. Wir sind fast am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Die Wanderung startet und endet im schönen Monreal und dann gibt es auf dem Weg so eine Mischung zwischen Waldabschnitten und Wiesenabschnitten. Als Tipp hätten wir für euch, dass ihr hier oben bei den Burgen auf jeden Fall auch die Philipsburg mitnehmt. Die ist nämlich eigentlich nicht mit auf dem Weg eingezeichnet. Dann könnt ihr in Monreal einkehren. Und dann gibt es zwei Stellen, bei denen ihr aufpassen müsst. Einmal bei Kilometer 5,8 auf den Wiesen. Da müsst ihr einmal einen Zaun überschreiten. Und dann kurz später, da ist eine marode Brücke. Ja, die Wiesenabschnitte haben uns jetzt nicht ganz so gut gefallen. Wobei wir natürlich dazu sagen müssen, das ist ein bisschen mit der Nebelbrille. Wir wissen nicht, ob es ohne Nebel vielleicht etwas schöner ist. Also das sozusagen mal in Klammern. Aber zwischendrin gab es auch ein paar Asphaltabschnitte, die sich auch etwas gezogen haben. Was uns besonders gut gefallen hat, das war das Finale hier in Monreal. Einerseits wegen der schönen Stadt, andererseits aber auch wegen den beiden tollen Burgen. Und dann gab es noch ein paar schöne Pfadabschnitte. Dem Weg wollten wir eigentlich 6 Punkte geben, aber hier für das schöne Monreal mit seinen Burgen gibt es noch einen Punkt extra. Daher 7 von 10 Punkten. Ja, an der Stelle natürlich auch wieder danke. Ich danke an die euch. Begleitung. Ja. Also die Begleitung bekommt wieder 10 von 10 Punkten. Yeah. Mit dem Patrick macht das auf jeden Fall immer Spaß. Und ebenso. Wer ihn noch nicht kennt, der Kanal, der wird auch unten in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Da könnt ihr bei 123 Can unterwegs auch vorbeigucken. Ich danke euch für die tolle Tour.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Abo, liken, kommentieren, werden wir mit einem Herz klickieren.